Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil 4 Berserker Mord. Wir sind auf dem kleinen Bauernhof, wo normalerweise quasi jetzt, danke Kuh, zum ersten Mal ein Brut ohne Hammer kommt. Ich bin gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Aha, schon mal ein Brut mit Hammer. Ashley, das war knapp. Oh, ich dachte, für einen kurzen Moment, da kommt, shit. Ach, come on. Nein, worst case hier gerade. Was wollte ich sagen? Ich dachte, für einen kurzen Moment, da kommt, Bürgermeister Mendes. Autsch. Aber es war nicht Bürgermeister Mendes. Ah, shit. Shit, wenn die jetzt nach hinten wegtragen, habe ich nämlich echt ein Problem. Und genau das machen die. Ah, ist das gemein. Wo bitte? Wo ist denn da bitte jetzt der Punkt, wo die hingetragen wird? In die Safe-Hütte rein oder was? Das ist doch jetzt mal voll cheaten. Ist doch Quatsch. Aber der Kampf lief eh scheiße. Bin ganz froh. Fangen wir nochmal von vorn an. Ist besser. That escalated quickly. Das war jetzt voll cheaten, wirklich. Wo bitte hat er den hingetragen? Den Weg entlang oder in die Hütte? Eine andere Möglichkeit gibt's nicht. Scheiß Cheater. Damit, ich dachte mir kurz, ob das geht, dass ich durch den Zaun durchkicke. Wisst ihr so? Aber nee. What? Der hat noch einen an seinen... An seine Schwingkombo hat er noch was rangehangen. Gemeinheit. Leon, es ist... Das Spiel ist wirklich manchmal so scheiße, wenn man, brennt. Dann ist man dauergestaggert. Dann kann man auch nicht mehr ins Menü gehen. Und das war hier jetzt gerade natürlich sehr gemein. Mann ey, was ist denn los? Jetzt aber nochmal zusammenreißen hier. Konzentration jetzt. Mach mal die Fackel weg. Ich habe da schlechte Erfahrungen damit gemacht. Okay, Vorsicht. Ich würde das halt gern auch, ne, mit der Pistole hauptsächlich meistern, damit wir uns die wertvolle Munition für später sparen, vor allem mit meinem Aim, den ich hier gerade habe. Ah, guck mal, Kuhmann ist besiegt. Es nimmt kein Ende. Na, Leon, es sieht doch so aus, als würde es schon langsam ein Ende nehmen. Na schau, war doch gar nicht so schlimm. Holen wir uns da hinten den Schatz auf jeden Fall noch. Und schauen uns aber ein bisschen um, ne? Wie wir sehen, haben die hier netterweise ein paar neue Objekte hingestellt. Außerdem sind wir anscheinend noch nicht fertig. Langsam habe ich genug. Ich
Ich wollte gerade sagen, der ist zu schnell umgefallen. Der verwandelt sich gleich. Aber tatsächlich war er tot. Sorry, keine Absicht. Das ist schon immer sehr lustig, wenn das passiert. Muss man schon sagen, ne? Ein bisschen weg von Ashley, dass die nicht versehentlich von deinen Tentakel berührt wird. Das wäre sehr ärgerlich. Geht's dir gut? Ja. Okay, dokeli. Oh oh, ich höre noch mehr Grunzen. Meine Güte. Wisst ihr was? Ich komme mal schnell hoch. Bleibt, wo ihr seid. Ich bin gleich bei euch. Ich wollte hier sowieso noch mal hochschauen. Guckt, ist auch schon eine neue Kiste. Wunderbar, dankeschön. Ach, ich bitte euch. Oh mein Gott. So. Okay. Ich glaube, der Schatz, den ich möchte, ist eh gleich hier unten. Und ansonsten, glaube ich, sind wir hier fertig. Was ist das denn? Ach so, Pfeife. Das sah gerade aus wie so ein kleines viereckiges Männchen irgendwie für mich. Ganz weird. Ich konnte gerade überhaupt nicht zuordnen, was ich mir da gerade angucke. So, euch geht's gut. Ihr könnt die Leichen gerne essen von dem Plagger. Ich glaube, die sind noch gut. Das passt schon. Ah nee, die sind ja weggeblubbert. Oh nein, aber ihr findet schon was. Ich glaube an euch. Hier, guck mal, der ganze Brut liegt hier. Wunderbar. Dann müssen wir uns um die Schweinchen auch keine Sorgen machen. Die sind versorgt. Da mache ich mir nur noch um uns Sorgen. Los geht's. Ah, okay. Wir werden schon durchkommen. Wir werden es schon schaffen. Ich kann mal noch schnell gucken. Momentchen, wir kommen erstens noch zum Händler natürlich. Können wir irgendwas craften? Ein bisschen Flintenmunition vielleicht. Handgranaten. Handgranaten sind billiger als 5 Schuss Flinte, ne? Eine Handgranate ist fast so billig wie 10 Pistolenschuss. Eine gut platzierte Handgranate kann sehr viel besser sein als 10 Pistolenschuss. Kommt auf die Situation an, ehrlich gesagt. Ich glaube, in der richtigen Situation können 10 Pistolenschuss wiederum schon mächtiger sein als eine Granate. Aber wenn wir jetzt hier gleich einem Gruppenkampf uns stellen müssen, quasi, ne? Dann setze ich lieber auf Granaten, mit denen ich das Gebäude jetzt dann einfach komplett wegsprengen werde. So, das kommt hier hin. Ein Ei essen wir noch. Und dann gehen wir mal ein bisschen hier handeln. Ashley, du hast Waden aus Stahl, oder? Ich glaube an dich. Schafft sie das eigentlich alleine? Ich helfe dir raus. Ich bin mir nicht sicher, aber ihre Stiefel sind schon nicht bad, ne? Ganz schön stabil. Alle Achtung! Auf dich kann man sich wirklich verlassen. Yep. Was kann ich dir Gutes tun? Was kannst du mir Gutes tun? Das bin ich mir nicht sicher. Repariere mein Messer und meine kugelsichere Weste und dann bin ich eh pleite, ne? Wir können das verkaufen, das verkaufen, das verkaufen. Wir können... Ach, Theorie... Nee. Nur im Notfall. Den Rest verkaufen wir nur im Notfall. So, holen wir uns die Schulterstütze für die TMP. Mein Inventar ist nicht das größte, aber aktuell hätten wir genug Platz dafür. Wenn du noch was zu erleben, willkommen. Komm, passt schon.
schmeißt du sie in ihre Schranken. Und ich glaube, wir gehen jetzt mal so rein. Komm jederzeit wieder. Wir gehen so rein. Gott. Carter springt auf den Schreibtisch, hat mich wahnsinnig erschreckt gerade, der kleine Arsch. Okay. Puh. Wir gehen in die Hütte. Let's go. Carter, warte, wartet mal kurz. Komm mal her. Du musst bitte hier mal runter. Okay. Oh. Okay, los geht's. Die Hütte, die wir ja in dem Mod schon mal erkunden durften, coolerweise, ne? Okay, los geht's. Eine Horde von denen gegen uns zwei. Nicht zu vergessen, dass es eine Horde Monster ist. Ja. Schwere Handgranate, jetzt schon. Okay, interessant. Ja, ja, halt die Klappe. Magnum-Munition. Oh Gott, Magnum-Munition für was bitte hier drin? Was erwartet uns jetzt dann gleich? Die Leiter ist entfernt. Das war jetzt mal... Meine Güte, warst du gerade ein schneller, cheatender Bastard. Holy shit. Aber solange die noch nicht hier oben reinkommen, ist ehrlich gesagt das ziemlich cool, dass hier keine Leiter ist. Oh, wo kommst du denn her? Die kommen anscheinend schon da oben rein. Aber wo? Ja, Feuer ist das Schlimmste, was einem passieren kann, ohne Scheiß. Wie ist gerade die... Moment mal, ihr könnt hier hoch, aber ich nicht, oder was? Okay. Das war auch weird. Ach, die Leiter ist da? Habe ich die noch nicht gesehen? Bin ich blöd? Ha, weird. Okay, egal. Vergesst, was ich gesagt habe. Oh, shit. Natürlich kommt ein Kettensägen-Dude. Und wahrscheinlich nicht nur einer, nehme ich an. Autsch. Okay, schon langsam geht mir die Munition aus. Zumindest sinnvolle Munition. Für den Nahkampf und so. Na, müssen wir uns einfach ein bisschen von Gegner zu Gegner kämpfen jetzt. Und wie ich sehe, ist Luis immer noch so nutzlos. Oh cool, wir haben den gerade doppelt gekickt, ne? Ein Kick zum Preis von zwei oder andersherum. Ich muss sagen, Luis ist auf Deutsch sehr viel... Ist der gerade durch einen Kamin reingekommen? Ich schätze mal, das passiert auch im Hauptspiel, oder? Habe ich aber... Ist mir noch nie, ohne Witz, what the fuck, noch nie aufgefallen. Finde ich gerade ziemlich cool. Aha, jetzt kommen die Leitern. Wir sind in Runde 2. Phase 2, wie man will. Ja,
Ach komm schon, was ist denn los? Okay, ich würde hier gern raus. Ich würde hier gern irgendwie raus. Um Gottes Willen. Autsch. Ah, ich höre schon den Brute, aber ist das schon der eine Brute, um alle, um alle Belagerungen hier kaputt zu machen? Ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ja! Luis, ich arbeite dran. Oh Gott. Panikmodus, Achtung, cool bleiben, ruhig bleiben. Chillen, einfach mal chillen. Haben wir noch Heilung außer das? Nein, danach war's das. Haben wir noch gute Munition? Ah nein, wir haben noch was. Alles gut. Sie sind zu zweit. Nein! Was? Ich hab geblockt, ey. Was soll das? Kann man den Charge-Angriff nicht blocken? Ich glaube eigentlich schon. Aber ich wusste, dass wir in der Hütte sterben. Ich wusste, dass der Hüttenkampf nervig wird. Vor allem, weil der keine schönen Speicherpunkte hat, keine schönen Reset-Punkte. Ne? Wir müssen immer wieder von vorne anfangen. Da bin ich traumatisiert von meinem ersten Playthrough auf Hardcore. Da hat mich fertig gemacht. Okay. Wir kriegen das schon hin. Das war jetzt gerade auch einfach ein bisschen Pech. Mich wundert es, dass man die Armbrust noch gar nicht hat, ne? Fällt mir gerade ein. Eigentlich hat man die Armbrust hier ja quasi schon. Ja, ich versuch's ja. Ich brenne leider. Ja, und die lassen die... Ich... Wollt ihr mich echt verarschen? War das gerade einfach echt hier eine Scheiß-Kombo, Mensch. Das hat sich angehört wie eine Frage, aber ich wollte eigentlich eine Aussage machen. Es war gerade eine echt Scheiß-Kombo hier. Warte. Ich muss wieder in meinen Flow reinkommen, Leute. Ich bin gerade ein bisschen im Hektisch-Modus. Ich muss mich kurz ein bisschen durchatmen und dann kriegen wir das schon hin. Ich bin gerade echt ein bisschen zu aufgedreht und da mache ich nur Blödsinn. Konzentration jetzt. Okay, ich höre eine Kettensäge knattern.
Was war denn das? Habt ihr das gesehen? Während des Aufstehens hatte der so einen Finishing-Pfeil über seinen Kopf. Ich wollte ihn gerade im Nahkampfangriff angreifen. Dann ging's aber nicht. Oh, und jetzt ist mein Controller ausgegangen. Ihr wollt mich verarschen. Das Spiel pausiert aber natürlich logischerweise nicht. Was zur Hölle? Come on. Was alles schief gehen kann, ne? Geht jetzt aber auch schief. Ja, halt die Klappe, ey. Ich habe gerade andere Probleme. Was ist los hier? Was zur Hölle ist los? Geht der Controller mitten im Kampf einfach aus? Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Das hat mir jetzt den Rest gegeben. Psychologisch bin ich am Ende jetzt hier. Ich kann nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr, Leute. Nein, ich kann nicht mehr. Ich bin jetzt durch. Das war's. Das war's für mich. Das war's einfach jetzt. Ich kann nicht mehr. Wir können die Folge beenden. Oh Gott. Ich komme nicht mehr klar. Ohne Scheiß jetzt. Ich komme nicht mehr klar jetzt. Vergesst es einfach. Vergesst einfach alles. Wir haben irgendeinen weirden Bug, der dazu führt, dass ich den nicht kicken kann, obwohl es mir angezeigt wird. Wir haben einen Controller, der ausfällt. Ich bin durch. Ich bin durch jetzt. Ich bin jetzt einfach durch. Reicht jetzt auch irgendwie, ne? Keine Ahnung. Leon teleportiert auch weird rum, merkt ihr das? Wenn ich so Finisher mache, es ist gerade... Hey, alles eskaliert hier gerade. Ich weiß nicht, was los ist. Ja, halt die Klappe, Louis. Es ist einfach jetzt vorbei auch mal. Und die Frau teleportiert sich einfach immer hier hin, sobald die Leiter da steht. Es ist unfair. Und ich werde hier einfach niedergekommen worden. Ich kann nicht mehr. Wirklich. Ich kann das nicht mehr. Ich bin jetzt am Ende. Ich bin jetzt einfach auch am Ende. Das hat mich gebrochen gerade mit dem Controller. Okay, gucken wir mal. Ich crafte auf jeden Fall eine Blendgranate. Die ist mächtiger als das Schwert. Und ansonsten crafte ich nichts mehr. Na gut, okay. Ja. Ich auch, Leon, ich auch. Das wird ziemlich hell. Ich glaube, ich wäre gerade fast verkettensägisiert worden. Ich glaube, ich bin gerade ungefähr einen Millimeter dem Ganzen entkommen nochmal. Und zwar nicht nur einmal gerade. Luis, halt die Klappe. Du schießt seit einer Viertelstunde gegen die Wand. Ich sehe es ganz genau. Ah, wir haben es geschafft. Oh Gott.
Shit, Leute. Puh, das war ziemlich krass. Das war ziemlich krass, aber auch ziemlich cool. Aber ohne Scheiß, ich bin jetzt fertig mit den Nerven. Der Mod hat mich endgültig gebrochen. Der Mod kann nicht mal was dafür. Es war hier mein Controller. Ich weiß echt nicht. Come on. Come on, einfach. Das gibt's einfach nicht mehr hier. Was kann alles schieflaufen? Oh, Leute, wir machen Schluss für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich mache jetzt eine kurze Pause. Ich habe mir vorgenommen, eigentlich noch ein paar Folgen aufzunehmen, damit das, was ich vorproduziert habe, für meinen ganzen Urlaub reicht und damit keine Lücken entstehen bis zum nächsten Stream. Aber jetzt muss ich mal eine 10 Minuten Pause machen. Das hat mich jetzt einfach voll fertig gemacht. Ich kann nicht mehr. Bis nachher. Bis übermorgen oder so. Ciao.